Am 21.04. war es wieder soweit. Mit dem Bimbacher Mühlberglauf startete der Rhön Supercup in die neue Saison. Hierzu waren wieder zahlreiche Läufer angereist. Die Strecke ist in Bimbach 10,7 Kilometer lang. Hierbei muss das Läuferfeld etliche Höhenmeter bewältigen. Ein Blick auf das Höhenprofil verdeutlicht dies. Den Sieg holte sich in diesem Jahr Markus Jahn vom Team Job AG in 37,49 Minuten. Auf Platz 2 folgte ihm Joachim Katzer in 38,28 Minuten. Dritter wurde Roman Veit in 38,36 Minuten. Da der Kameramann selbst etwas länger brauchte, um das Ziel zu erreichen, sehen Sie nun die späteren Zieleinläufe. Dahinter Philipp Adelmann, Michael Kramer, Reitungen, Manfred Gerhardt, den lustigen Rollwurf, Jens Herdenröder, Fulda, Hans-Günter Kofler, Bartogenau, Kai Handel, Bartogenau, Helmut Hanke, Hammelburg, Jürgen Kölner, Hammelburg und Andreas Petz-Vollbach. Ja. Auf Thomas! Auf Thomas, klasse! Thomas Kersch. Klasse, Thomas. Mit dem Ziel Andi van der Meiden. Direkt dahinter. So our mirrors on the ceiling. Pink champagne on ice. Another fucking day for you and me in paradise. Give me an old school guitar. An 8-bit lo-fi porn star. I promise that I'll take you to the paradise in hell. And so again and again, we're playing this game. We wanna see your name in the Rock and Roll Hall of Fame. Love it, oh! The Rock and Roll Hall of Fame. I'm playing guitar. I'm playing a game, but for the Rock and Roll Hall of Fame. I'm playing guitar. I'm playing a game, but for the Rock and Roll Hall of Fame. I'm playing guitar. I'm playing a game, but for the Rock and Roll Hall of Fame. Sometimes I fear the reaper. Sometimes I'm afraid to die. I think it's hard to leave my loved one. I think it's hard to say goodbye. Oh, oh, oh! So don't you ever go, my darling. Don't you walk into the light. Why can't we be forever? Forever together, united. And I will never let you
Bei strömenden Regen wartete man nun auf Roland Bettnarsch, der vor dem Lauf seine genaue Einlaufposition angekündigt hatte. Ob dies ihm nun gelang oder nicht, das war nun die Frage. Denn Roland wollte Letzter werden und es wurde ausgesprochen spannend, denn mit Inge Henrich hatte er eine ebenbürtige Gegnerin im Läuferfeld gefunden. Doch nun kam Rolands langjährige Erfahrung im Rhön Supercup zum Tragen und so konnte er den Zweikampf mit Inge Henrich um den letzten Platz nun deutlich für sich entscheiden. Der Roland hat das Feld immer von hinten aufgeräumt. Ich hab gar nichts aufgeräumt. Startnummern aufgeräumt, Startnummern gefunden. Alles, was dazu gehört, die Strecke wieder einig. Okay. Da drauf jetzt eine Banane. Den ganzen Weg aufgenommen. Ja, Prost, ne? Bestens für euch. Okay. So, ich gehe jetzt in die Dusche, gell? Das war Pippa, oder?